Bidi bidi ba, hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Oliver und heute geht es wieder um Raid Shadow Legends. Und im vorigen Video oder in einem der vorigen Videos habe ich ja über den Clan-Boss geredet und Teil 1, was mache ich eigentlich vor den Skills Riesenbezwinger und Kriegsmeister. Und heute geht es darum, was mache ich eigentlich mit diesen Skills Riesenbezwinger, Kriegsmeister, wann nehme ich sie, wie baue ich vielleicht am besten ein Team auf, was diesen Skills benutzt und vieles mehr natürlich auch noch. Ganz kurz vorneweg, wenn ihr euch für unseren Clan bewerben wollt, dann geht gerne in unseren Discord rein. Der Link ist in der Beschreibung nochmal drin. Da könnt ihr euch dann melden und sagen, hey, ich will mich bewerben bei euch. Und in-game, wenn wir Plätze frei haben, dann nehmen wir euch gerne natürlich auf. Ansonsten hatte ich mal noch eine Umfrage gemacht, was soll ich machen bei 10.000 Abonnenten als Special, wenn ich tatsächlich 10.000 Abonnenten erreiche. Und bis jetzt sieht es so aus von der Umfrage her, als wollten die meisten Leute gerne sehen, wie ich 1.000 blaue Splitter öffne. Und jetzt spare ich gerade Splitter. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Da könnt ihr mich unterstützen, indem ihr einfach meine Videos guckt, weil ich habe ausgerechnet, dass ich 81.000 Juwelen ungefähr benötigen würde, um mir 1.000 Splitter zu kaufen. Das heißt, das sind 2.000 Euro. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr meine Videos guckt und meinen Kanal mit einem Abo unterstützt und Freunden weiterempfehlt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und jetzt geht's weiter mit dem Clan-Boss-Guide. Ein Wort vorneweg. War der Minotaurus nicht nervig? 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 Nervig. Wenn ihr den Minotaurus farmt für Schriftrollen und ihr habt trotz Stufe 15 des Minotaurus 10, 20, 30 Versuche erstmal für die ersten 100 Schriftrollen, 200 Schriftrollen, die roten und irgendwann den ersten roten Skill, dann freut man sich natürlich, aber dann weiß man, ich muss das jetzt noch 2-3 Mal machen und für den letzten Skill noch 350 Schriftrollen. Och. Und das nicht nur für ein Teammitglied, sondern für alle. Ja, und das dauert und das frisst Energie und das ist, ja, lassen wir es einfach dabei. Ihr wisst, was ich meine. Okay, jetzt soll es einfach mal darum gehen, wie sah mein Schaden vorm Riesenbezwinger aus, wie sieht es danach aus, wann nehme ich Riesenbezwinger, wann nehme ich Kriegsmeister und was bringt mir das eigentlich. Der Schaden zeigt es euch eigentlich schon, was es euch bringt zum einen und auf die Teams gehen wir natürlich auch noch ein, so ein bisschen, was kann ich für Equipment nehmen für mein Team, welche Skills sind wichtig. Im letzten Video habe ich ja schon so ein paar Sachen auch angeschnitten, warum man den Clan-Boss besiegt und so weiter. Am Ende des Videos gibt es übrigens wieder einen Clan-Boss-Fight gegen den Clan-Boss auf Schwer, wo ich mal so ein bisschen was dazu erzähle, wie mein Team momentan aussieht, was es vielleicht noch vermisst, damit der Schaden noch besser wird, noch höher wird, dann später auch für den Albtraum-Boss und den Ultra-Albtraum-Boss vielleicht noch ausreichend sein kann, was ich unternehmen werde dann als nächstes, um diesen Schaden zu erreichen. Und in vielleicht einem der nächsten Videos gucken wir uns einfach mal so ein paar Zusammenstellungen an für Clan-Boss-Teams, die man machen könnte, also welche Charaktere genau, mit welchen Fähigkeiten, das gehen wir dann einfach mal durch. Wenn ihr es sehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das wäre hilfreich zu wissen, ob euch das interessiert, wenn wir einfach mal so durch verschiedene Teamzusammenstellungen gehen und gucken, was es bringt. Das muss ja nicht mein Team sein, sondern es können auch Teams von anderen YouTubern oder so sein, wo wir einfach mal durchgehen. Einige benutzen das, andere benutzen das, das ist aber ähnlich erfolgreich, warum ist das erfolgreich und so weiter und so fort. So, Kriegsmeister oder Riesenbezwinger, was nehmen wir? Das hängt davon ab, was der Champion für Attacken macht. Also wenn eure erste Attacke mehr als 3 Angriffe macht, also das heißt, es gibt ja Attacken, da macht man nur einen Angriff pro Gegner, dann gibt es welche, die machen 2, 3, 4 und wenn ihr Champions habt, die mehr als 3 Attacken machen, also die ab 3 Attacken, 3, 4, 5 Attacken machen auf dem ersten Slot von euren Attacken,
dann solltet ihr auf jeden Fall Riesenbezwinger nehmen. Wenn ihr Champions habt, die nur ein oder zwei Attacken mit ihrer ersten Attacke machen, dann solltet ihr ganz normal Kriegsmeister nehmen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, wann nehme ich Riesenbezwinger, wann nehme ich Kriegsmeister? Erstmal wichtig zu wissen ist, dass Riesenbezwinger und Kriegsmeister, dass der Schaden auf den maximalen LP des Ziels beruht. Das ist unterschiedlich von dem Prozentsatz her natürlich der Schaden von Kriegsmeister und Riesenbezwinger. Und genauso ist es auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kriegsmeister oder Riesenbezwinger ausgelöst werden, auch unterschiedliche Prozentzahlen haben. Und deswegen, weil diese unterschiedlichen Prozentzahlen haben und weil es noch einen anderen Unterschied gibt, auf den ich gleich auch nochmal eingehe, deswegen müssen wir abwägen, wie viele Attacken ein Charakter bringen kann mit seiner ersten Attackefähigkeit, mit seiner ersten Angriffsfähigkeit. Man nennt das A1. Also die A1, die allererste Attacke, das ist sozusagen die ganz linke Attacke, die ihr ausführen könnt als allererstes, die ihr auch dauerhaft ausführt, die keine Abklingzeit hat. Diese Attacke kann ja unterschiedlich oft teilweise ausgelöst werden bzw. teilweise angreifen. Es gibt Leute, die haben eine A1 mit einer Attacke aufs Ziel und es gibt Leute, die haben zum Beispiel 4 oder 5 Attacken mit der ersten Attacke direkt aufs Ziel. Also die greifen dann sozusagen das Ziel 5-mal an. Und da ist eben auch der Unterschied. Wenn ich jetzt Riesenbezwinger nehme, dann sollte ich den nehmen, wenn ich mehr als 3 Attacken habe. Also ab 3, 4, 5, 6, bla bla bla. Ja, ab da sollte ich Riesenbezwinger nehmen. Und ab 1 bis 2 sollte ich Kriegsmeister nehmen. Das hat einfach den Vorteil, einmal Kriegsmeister hat einen höheren Schaden, aber kann nur einmal pro Fähigkeit ausgelöst werden. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner A1 2 Attacken durchführen kann, dann kann er aber nur bei einer Attacke procken, also nur einmal ausgelöst werden. Bei Riesenbezwinger habe ich zwar die Chance, dass es 2-mal ausgelöst wird, allerdings pro Angriff nur um 30%. Bei Kriegsmeister sind es 60%, dass es wenigstens einmal funktioniert. Wenn ich das jetzt theoretisch mathematisch ausrechnen wollen würde, würde ich auf eine Chance bei 2 Angriffen bei 30%, also jeder Angriff hat 30%, ungefähr bei einer Gesamtchance liegen, dass es einmal ausgelöst wird, bei ca. 55%. Ja, das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, das hat was mit Mathematik zu tun, zwischen 50% und 55%, dass es einmal ausgelöst wird und der andere Skill hat 60%, dass es einmal ausgelöst wird. Also es nimmt sich im Endeffekt nichts. Der einzige Vorteil ist, dass Kriegsmeister ein bisschen mehr Schaden hat. Und das heißt, dann nehme ich doch lieber Kriegsmeister und bin sicher, dass es wahrscheinlich einmal ausgelöst wird bei 2 Attacken, anstelle jetzt zum Beispiel zu sagen, ich nehme Riesenbezwinger, habe nur 30% und mache weniger Schaden dadurch am Ende, wenn es 2-mal ausgelöst wird. Am Ende, wenn ihr 2 Attacken nehmt, ist der Schaden relativ ähnlich, also meistens relativ gleich, hat man rausgefunden, hat man ausgerechnet und ausprobiert, dass es sozusagen sich ab 2 Attacken eigentlich nicht wirklich unterscheidet, ob man jetzt Riesenbezwinger oder Kriegsmeister nimmt. Ab 3 lohnt es sich dann wieder, Riesenbezwinger zu nehmen, weil wenn ihr 3 Attacken habt, macht ihr ja mehr Attacken und habt eine höhere Wahrscheinlichkeit, mehr als 60%, dass eben Riesenbezwinger dann ausgelöst wird und auch im Endeffekt habt ihr ja pro Attacke immer 30%. Das heißt, wenn ihr riesiges Glück habt, hättet ihr 3 Attacken, wo 3-mal der Riesenbezwinger ausgelöst wird, wäre natürlich super pro Attacke. Deswegen Champions mit mehreren Attacken sind auf jeden Fall gut gegen den Clan-Boss. Das ist schon mal ein Fakt, den wir jetzt hier draus mitnehmen können. Und wie gesagt, der Fakt einmal bis 2 lieber Kriegsmeister und ab 2 Riesenbezwinger. Und ich gehe auch lieber im roten Skillbaum auf Kriegsmeister als auf Riesenbezwinger, weil das Problem ist, wenn ich Riesenbezwinger nehmen möchte, das können wir uns mal angucken, dann muss ich quasi ja einen Weg extra nehmen. Also es gibt auf der linken Seite den vorletzten Skill ganz links, den ich eigentlich lieber nehme als den daneben, weil der daneben eher für die Arena gut ist. Und deswegen gehe ich natürlich auch lieber auf diesen Skill, als dann nochmal diesen extra Umweg zu gehen für Riesenbezwinger, weil ich kann dann auf der blauen oder auf der grünen Seite, je nachdem, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, warum ich blau oder grün nehmen kann. Wenn ich blau nehme, habe ich natürlich dann nochmal
bei Kriegsmeister eine Fähigkeit, die ich auf dem Blauen nochmal verwenden kann, anstelle auf dem Roten noch eine zu verschwenden, wo ich vielleicht zwei dann deswegen ausnehmen muss, weil die eine nur für die Arena gut ist und die andere eben für den Clan-Boss. So, da haben wir schon mal den Unterschied zwischen Riesenbezwinger und Kriegsmeister geklärt und jetzt müssen wir nur noch mal ganz kurz darauf eingehen. Es gibt zwei Taktiken. Es gibt einmal die Geschwindigkeitstaktik und es gibt die Gegenangriffstaktik. Gut, es gibt noch so einen kleinen Mischmasch, den man theoretisch auch machen kann. Da kommt es auch wieder natürlich bei allen Taktiken so ein bisschen auf die Teamzusammenstellung an. Ich gehe eher auf die Geschwindigkeitstaktik und werde so ein bisschen was natürlich auch im Video dann gleich nochmal zu erzählen, wenn wir uns den Kampf angucken gegen den Clan-Boss auf Schwer, den ich gemacht habe und warum ich hier Geschwindigkeit nehme und wie ich da bei der Geschwindigkeitsverteilung so ein bisschen vorgehe. Ich denke, das könnte ganz interessant für euch sein, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Bei Geschwindigkeit ist einfach wichtig, mehr Züge machen natürlich mehr Schaden. Logisch, wenn ich doppelt so oft dran bin, auf den Clan-Boss drauf zu hauen, mache ich natürlich auch doppelt so oft Schaden. Genauso ist es natürlich beim Gegenangriff, dass wenn mich einer angreift, dann mache ich automatisch einen Gegenangriff. Aber der Gegenangriff hat nur 75% des ursprünglichen Schadens und ich kann nur die Attacke Nummer 1 nehmen als Gegenangriff. Also ich kann keine von den anderen Attacken dann nehmen, sondern es wird automatisch die A1 genommen. Und genauso ist es natürlich, dass ich bei Gegenangriff nicht ganz so schnell sein will eigentlich. Denn wenn ich einen Gegenangriff kassieren will, muss ich ja erstmal angegriffen werden. Und wenn ich zum Beispiel einen Buff wirke, das ein Gegenangriffsbuff wirke, dann will ich auch nicht so schnell sein, dass der dann nur einmal ausgelöst wird, wenn ich angegriffen werde. Oder ich kann die Abklingzeiten so timen, dass ich den dauerhaft aufrechterhalten kann. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine hohe Geschwindigkeit habe und greife zweimal an, während der Clan-Boss nur einmal angreift, dann läuft für mich ja auch mein Rundenmeter weiter. Das heißt, meine Buffs laufen schneller ab. Das heißt also, wenn ich einen Gegenangriffsbuff drauf habe, der zwei Runden läuft und ich greife dem Clan-Boss zweimal an, dann ist der schon abgelaufen. Dann habe ich die zwei Runden ja schon durch. Dann greift der Clan-Boss mich an und dann ist mein Gegenangriffsbuff weg. Ja, das heißt, entweder ich sorge dafür, dass ich den dauerhaft aufrechterhalten kann, oder ich darf halt nicht Autokampf nehmen, sondern muss ihn manuell kämpfen, dass ich ihn im richtigen Moment auslöse. Ja, das ist eben so ein kleines Problem. Man darf nicht zu schnell sein bei Gegenangriff, damit man auch diesen Angriff vom Clan-Boss hat, um diesen Gegenangriff eben auszulösen. Und man darf auch nicht zu langsam sein, weil man dann auch weniger Schaden anrichtet, weil man ja nicht öfter dran ist. Das ist so ein bisschen so ein Abwägen der Fähigkeiten. Deswegen bin ich erstmal momentan eher auf Geschwindigkeit unterwegs, habe noch keinen Gegenangriff irgendwie bei mir eingebaut, aber ich überlege natürlich schon, ob man irgendwie eine Möglichkeit hat, Gegenangriffe zu machen. Man hat ja verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann, zum Beispiel Gegenangriff-Set könnte man anziehen und benutzen. Man kann den grünen Skillbaum nehmen, da gibt es auch nochmal eine Fähigkeit, die man freischalten kann, um den Gegenangriff auszulösen. Da bin ich mir aber nicht so sicher, weil grün ist natürlich eher defensiv, da erhöht man die Defensive, das Durchhalten natürlich auch so ein bisschen damit. Kann man machen, bringt vielleicht auch noch ein, zwei Runden zusätzlich und ein bisschen mehr Schaden darauf, muss man ausprobieren. Den blauen Skillbaum, der ist halt eher für Genauigkeit, sodass die Debuffs eher brocken, also dass die Debuffs eher wirken, weil Genauigkeit braucht man auf jeden Fall bei den höheren Clan-Bossen. Bei normal und einfach ist es noch nicht so schlimm mit der Genauigkeit, aber ab schwer wird es langsam schwierig, mit einer geringen Genauigkeit Debuffs zu wirken, die dann auch wirklich auf dem Clan-Boss bleiben und nicht dann abgeblockt werden von seinem Widerstand, denn der Clan-Boss kriegt ja immer mehr Widerstand drauf. Deswegen gehe ich eben auch in den blauen Baum, weil da habe ich einmal die Genauigkeit, die nochmal erhöht werden kann. Da habe ich zwei Skills, wo das funktioniert, dass ich mehr Genauigkeit bekomme. Dann zweitens habe ich die Möglichkeit, im blauen Baum auf Geschwindigkeit zu gehen und auch, dass zum Beispiel Buffs oder Debuffs länger wirken und langsamer ablaufen. Das heißt auch für zum Beispiel Gegenangriffs-Buffs hätte ich jetzt die Möglichkeit, dass
diese nochmal verlängert werden, beziehungsweise die Abklingzeiten verringert werden im blauen Skillbaum. Deswegen gehe ich eher persönlich auf den blauen Skillbaum als auf den grünen Skillbaum. Aber das ist eher eine persönliche Sache und auch von der Teamzusammenstellung ist nochmal eine kleine Sache. Auf die Teamzusammenstellung können wir ja nochmal dann eingehen, wenn wir uns das Video zum Kampf anschauen. Ja, Riesenbezwinger und Kriegsmeister sind beides Skills, die auf den maximalen LP des Clan-Bosses beruhen. Allerdings kann man maximal 75.000 Schaden rausholen bei diesen Skills, weil der Clan-Boss hat da einen Deckel drauf. Also das heißt, normalerweise geht man von prozentualen Wert der Lebenspunkte aus, aber wenn ich jetzt 160 Lebenspunkte bei einem Clan-Boss habe und mache 4% Schaden, dann sind das natürlich mehr als 75.000 theoretisch, die ich machen würde. Dann würde ich in die Millionen gehen und dann wäre der Clan-Boss relativ schnell down, wenn ich in die Millionen Schaden mache. Und deswegen haben sie das abgedeckelt, sodass man nur 75.000 macht. Und dann kommt auch nochmal die Defensive dazu vom Clan-Boss selbst. Und da ist es natürlich dann so eine Sache, dass man bestimmte Skills benötigt, um dem Clan-Boss so ein bisschen die Def zu nehmen, um seinen Schaden etwas zu erhöhen. Welche Skills brauche ich denn bei Giant Slayer und Kriegsmeister, um den Clan-Boss effektiv bekämpfen zu können? Also wir haben zum Beispiel einmal die Debuffs, natürlich Gift und LP-Verbrennung, die immer noch sehr gut wirken. Das habe ich ja im ersten Teil schon angesprochen. Dann wichtig wird jetzt die Defensive schwächen und auch die Schwächung selbst. Also es gibt noch einen Debuff, der heißt Schwächung. Der ist auch super gegen den Clan-Boss. Der erhöht nämlich den Schaden, den man am Boss selber anrichtet oder am Ziel anrichtet, nochmal extra. Und die Defensive senkt natürlich nochmal diesen Defensivwert des Clan-Boss, der verhindert, dass man einen Schaden macht über 75.000. Deswegen sollte man auf jeden Fall die Defensive senken. Das sind zwei sehr gute Debuffs, die man mitnehmen kann. Dann Angriffsverringerung hilft sehr dabei, den Angriffen standzuhalten. Im Gegenzug zu einem Defensivstärkungszauber, der uns, also ein Buff, Defensive erhöhen, ist nochmal sehr gut, weil der unsere eigene Defensive nochmal erhöht und wir dadurch länger durchhalten. Und in Verbindung mit dem Angriffsschwächen-Debuff ist das super, weil dann halten wir länger durch. Und das ist das Wichtigste bei einem Clan-Boss-Fight, so lange wie möglich durchhalten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man Sets nimmt, wo man auf den Primärwerten LP-Prozent und auch Defensiv-Prozent mit hat. Also meistens sieht man, wenn man gegen den Clan-Boss kämpft auf einer höheren Stufe, dass man auf der Brust zum Beispiel HP-Prozent oder Def-Prozent hat. Oder auf den Handschuhen HP-Prozent und Def-Prozent hat und auf den Schuhen dann meistens Geschwindigkeit drauf ist. Je nachdem, was man eben auf den Handschuhen hat. Wenn ich auf dem Handschuhen Def-Prozent habe, nehme ich auf der Brust LP-Prozent. Und dann kommt der Rest natürlich noch mit Helm und Schild und nochmal mit Ring und Kette. Ja, da kann ich nochmal LP und Def raufnehmen. Man sollte auf jeden Fall über 40.000 LP haben und so über 2.000 Def. Das ist schon mal eine ganz gute Sache, wo man anfangen kann, wo man länger durchhält gegen den Clan-Boss. Da sollte man darauf achten, dass man ungefähr diese Werte erreicht. Was noch wichtig ist, ist Genauigkeit mittlerweile. Deswegen sollte man dann auch einen Genauigkeitsbanner sich noch bei der Spinne holen. Die habe ich leider noch nicht. Das werden wir dann auch im Kampf gleich sehen, dass deswegen meine Debuffs noch nicht so gut wirken. Die brauche ich noch, damit es noch ein bisschen mehr Schaden dann demnächst rauskitzeln kann am Ende gegen den Clan-Boss. Dann ist natürlich noch eine Geschwindigkeitssache. Also wie gesagt, man sollte nicht zu langsam sein, damit der Clan-Boss nicht zu oft an den Zug kommt und man währenddessen natürlich öfter mal an den Zug kommt. Deswegen ist einmal wichtig Geschwindigkeit und Fähigkeiten, die das Rundenmeter selber erhöhen, weil den Clan-Boss, da hatte ich ja im vorigen Video schon gesagt, das Rundenmeter des Clan-Bosses lässt sich nicht senken und es ist auch so, er lässt sich nicht verlangsamen. Also Verlangsamung und Rundenmeter senken helfen beim Clan-Boss leider. Was jetzt nicht unbedingt hilft beim Durchhalten sind Schild-Buffs, weil meistens halten die gar nicht so lange aus. Also hat man die nur ein, zwei Runden oder der Schild-Buff, der zum Beispiel verliehen wird durch so ein Set, hält ja meistens nur die ersten drei Runden. Da macht der Clan-Boss noch nicht so viel Schaden, von daher ist das Schild dann auch verschenkt. Daher sind Schilde jetzt nicht so, sondern lieber eine Def-Steigerung. Die ist dann auf jeden Fall wesentlich besser, weil man dann einen eigenen
den Def-Wert nochmal prozentual steigern kann. Das ist super auf jeden Fall. Was noch gut ist, ist Heilung. Wenn man einen guten Heiler hat oder mehrere gute Heiler im Team hat, die einem immer wieder heilen können. Dazu auch zum Beispiel bei Juliana hilft mir momentan sehr das Vampir-Set durch den Schaden, den sie macht. Sie macht einen relativ hohen Schaden, heilt sie sich ziemlich schnell wieder hoch. Selbst wenn sie fast komplett down war, heilt sie sich mit einem Angriff wieder komplett hoch. Nur durch das Vampir-Set hält so nochmal eine Runde länger durch, bevor wieder angegriffen wird. Und meistens kriegt sie auch zwei Runden durch ihre Rundenmetersteigerung und durch die Geschwindigkeitssteigerung von Lysandra, so dass ich nochmal öfter angreifen kann währenddessen und dadurch nochmal ein bisschen mehr Schaden rauskitzel. Das bringt uns so ein bisschen zu, was brauche ich eigentlich für Equipment? Es gibt jetzt kein richtig oder falsches Equipment im Endeffekt. Es geht wirklich um die primären Werte, wie gesagt, Durchhalten, HP und Def-Prozent. Man sieht gar nicht so viel Crit-Quote. Crit-Quote oder Crit-Schaden spielt eigentlich eher nur eine Rolle bei Helden, die irgendeinen Vorteil bekommen, wenn sie einen hohen Crit-Wert haben, wie zum Beispiel bei Juliana die Rundenmetersteigerung bei Crit-Treffern oder bei Eisherz, die ja auch beim LP-Prozent schon von sich aus Schaden macht auf der A3, also auf der Attacke 3. Der berechnet sich ja an den Lebenspunkten-Prozent vom Clan-Boss selbst, beziehungsweise vom Ziel selbst. Da ist es auch wichtig, bei ihr einen Haufen Crit-Damage zu haben. Dann ist zum Beispiel auch so ein Crit-Damage-Set oder auf den Handschuhen Crit-Damage drauf zu haben relativ wichtig. Und natürlich sollte die Quote dann auch stimmen. Das kann man ja durch ein Crit-Quote-Set zum Beispiel erreichen. Was man auch oft sieht, ist, dass man ein Ewig-Set nimmt, um einfach die Lebenspunkt-Prozent nochmal ein bisschen zu steigern. Ansonsten ist es aber eigentlich egal, was man nimmt. Hauptsache, man hat einen Vorteil durch die Primär- und Sekundärwerte. Also man versucht sich eben erstmal die Primärwerte wie Lebenspunkte und Defensive zu erarbeiten und dann über die Sekundärwerte zum Beispiel eine hohe Geschwindigkeit zu bekommen, eine hohe Genauigkeit zu bekommen oder was man eben sonst für den Helden noch so benötigt, Crit-Quote, Crit-Schaden, also das versucht man alles über die Sekundärwerte zu erlangen. Deswegen sieht man auch oftmals bei Leuten, die eben Ultra-Nightmare-Clan-Boss-Kämpfe machen, dass manche Sets auch gar nicht abgeschlossen sind, also das heißt, die benutzen dann gar nicht zwei Artefakte oder vier Artefakte von einem Set, um den Bonus zu bekommen, sondern die benutzen einfach die Artefakte, die ihnen die besten Stats bringen, weil sie gar nicht so auf diesen Bonus angewiesen sind am Ende von diesem Set. Also, was man auf jeden Fall dann für die härteren Clan-Bosse benötigt, ist auf jeden Fall Genauigkeit, damit die Debuffs draufhalten. Dann sollte man natürlich auch, um diese Genauigkeit zu bekommen oder um diese Chance zu erhöhen, die Helden mit Büchern versorgen. Also deswegen braucht man relativ viele Bücher für seine Helden. Die sollten dann gemaxt werden auf jeden Fall. Genauigkeitsbanner sollte man sich auf jeden Fall besorgen, um eben, wie gesagt, die Genauigkeit zu erhöhen, dass die Debuffs auch procken können. Ansonsten ist es immer nur noch so ein Feinschliff des einzelnen Equipments, was man machen muss und so ein bisschen ausprobieren. Man kann auch mal einen Helden rausnehmen aus dem Team, gegen den anderen ersetzen und gucken, wie es da läuft, ob der andere vielleicht besser ist. Man sollte schauen, dass die Leute sich nicht gegenseitig die Buffs oder die Debuffs klauen. Man versucht eben eine Cooldown Reduction zu bekommen, also die Abklingzeiten auf jeden Fall so gut wie möglich zu reduzieren, sodass man immer die Debuffs und die Buffs aufrechterhalten kann, die man macht. Ja, das ist eigentlich wirklich so die Hauptsache und ansonsten kann man dann nur noch viel rumprobieren und wie gesagt, wir können uns in einem anderen Video ja mal, weil das würde jetzt den Rahmen einfach sprengen, so ein paar Teams angucken und so ein bisschen drauf eingehen, wie sehen diese Teams aus, warum sind die vielleicht so effektiv, kann ich das eventuell mit einem anderen Team noch machen und so weiter und so fort. Jetzt würde ich mir einfach mal mit euch meinen Kampf angucken und ich würde euch einfach zu meinem Team so ein bisschen was erzählen und ich kann euch ja auch im nächsten Video oder so, wenn ihr wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, mal mein Clan-Boss-Team vorstellen. So, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal den Fight an. Also das ist jetzt nicht der auf schwer, sondern es ist noch der Fight von vorher gegen den Clan-Boss auf normal, den ich hier geführt habe. Da hatte ich auch übrigens noch ein paar Skills nicht komplett freigeschaltet. Also da habe ich zwar schon Giant Slayer und Warmaster
freigeschaltet, aber mir fehlte noch der ein oder andere Skill, weil ich bin zuerst auf links, sozusagen auf den linken Skillbaum gegangen, habe das abgeschlossen. Also 18,49 hier beim normalen Clan-Boss jetzt damit ausgelöst. Und ihr könnt ja auch sehen, wer wie viel Schaden gemacht hat. Momentan Main Damage Dealer ist Juliana. Und jetzt gehen wir mal auf Speer. Ihr seht mein Team. Moment, ich halte es vielleicht ganz kurz an, dass ihr mein Team nochmal sehen könnt. Ich erzähle mal kurz was zum Team. Ich habe Lysandra. Wegen der Geschwindigkeit. Sie ist definitiv von der Geschwindigkeit her, also einmal von der Aura und von dem Buff der Geschwindigkeit her besser als der Apotheker selbst. Sie heilt zwar nicht, aber bei Bosskämpfen, wie zum Beispiel gegen Minotaurus, hat sie die Möglichkeit, das Rundenmeter des Bosses runterzuschrauben. Das heißt, die Angriffe, die die Bosse machen, kommen relativ selten nur noch dadurch. Das heißt also, sie kann zweimal das Rundenmeter senken. Einmal, indem sie die Geschwindigkeit erhöht, da wird das Rundenmeter der anderen Gegner gesenkt, außer beim Clan-Boss, wie gesagt. Und einmal hat sie noch diese Fähigkeit, das Rundenmeter selbst nochmal zu senken. Und da ist auch die Abklingzeit natürlich wichtig. Die habe ich, soweit es geht, auch reduziert und ihre Geschwindigkeit so sehr erhöht, dass sie auf jeden Fall zweimal oder mehr teilweise dran ist während eines normalen Bosskampfes. Beim Clan-Boss ist sie circa zweimal dran mit Angreifen, hat also auch den Warmaster-Skill und dadurch natürlich auch die Möglichkeit von 60% den Schaden zu erhöhen, basierend auf den maximalen Lebenspunkten eben des Clan-Boss hier. Dann wollte ich eigentlich die Geschwindigkeit so timen, dass erst Lysandra kommt, dann habe ich hier die Doompriest, heißt sie auf Englisch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Wollte ich eigentlich machen, dass sie drankommt und den Angriff erhöht. Dann sollte Tyrell ankommen und entweder einmal den Angriff senken oder die Defensive senken vom Clan-Boss. Und dann sollte eigentlich Stahlschädel rankommen und entweder seine Debuffs wirken oder seine Defense wirken oder seine Heilung, je nachdem, was er gerade macht. Und danach sollte Juliana kommen und ihre Gift-Debuffs und ihre LP-Verbrennung draufhauen, weil bei ihr ist die Abfolge, die letzte zu sein, einfach nicht ganz so wichtig. Hauptsache, sie ist nicht erste, bevor jetzt die Defensive gesenkt wird und der Angriff erhöht wird oder sogar vielleicht noch die Crit-Quote erhöht wird. Da sollte sie schon alle Buffs und Debuffs mitnehmen, die man hier machen kann. Und deswegen wollte ich eigentlich die Abfolge so haben, dass erst die Debuffs hier auf dem Clan-Boss sind, dann die Buffs gewirkt werden und dann auch Stahlschädel seine Angriffe machen kann. Leider ist durch das Upgraden von Stahlschädel auf den letzten Stern plus eben diesen Rang 6 nochmal zu erhöhen, seine Geschwindigkeit jetzt so schnell geworden, dass ich ihn ein bisschen langsamer machen muss. Das sehen wir jetzt gleich mal. Wir können ja mal gucken, welche Reihenfolge wir jetzt gerade haben. Also erst Lysandra, jetzt kommt Stahlschädel, dann kommt Doompriest, dann kommt Tyrell und dann kommt Juliana. Also nicht so schlimm im Endeffekt, aber eigentlich will ich, dass Doompriest halt als zweites dran ist, weil um den Schaden einfach noch ein bisschen zu erhöhen von Tyrell und von Stahlschädel durch diesen Angriffserhöhungsboost. Und dann sollte eigentlich Tyrell kommen, um eben diesen Defensiv-Debuff da drauf zu machen, dass die Defensive vom Clan-Boss gesenkt wird. Also das sollte eigentlich schon so sein. Funktioniert leider nicht. Und wie gesagt, also die beiden hier, Tyrell und Stahlschädel, habe ich leider nicht mit Büchern komplett jetzt abgegradet. Das heißt also, ihre Abklingzeiten sind noch nicht optimiert. Und ihre Debuff-Chance ist noch relativ gering. Was heißt, dass ich beim Clan-Boss auf schwer leider nicht immer den Angriffsverringerer und nicht immer den Defensivverringerer drauf bekomme. Dafür sieht man aber hier, dass ich jetzt zum Beispiel in 3 Runden Defensivverringerer habe und in 4 Runden LP-Verbrennungs-Debuff. Einfach durch den blauen Skillbaum, weil ich dort diesen Skill ausgewählt habe, dass Debuffs die Chance haben, eine Runde länger zu wirken. Beziehungsweise bei Buffern nimmt man natürlich die Fähigkeit, dass der Buff eine Runde länger wirken soll. Das habe ich zum Beispiel bei Lysandra gemacht, das heißt, der Geschwindigkeitsbuff hat eine Chance, entweder bei einem oder bei zweien oder bei allen, je nachdem. Das errechnet sich ja pro Buff jeweils nochmal immer einzeln, eine Runde länger anzuhalten. Das heißt, es ist eine Runde länger der Geschwindigkeitsbuff drauf. Das ist auch sehr vorteilhaft.
Jetzt hat man zum Beispiel gerade gesehen, Tyrell hat versucht, gerade die Defensive zu senken. Hat nicht geklappt. Was schon sehr gut klappt, ist zum Beispiel, dass Juliana wirklich fast durchgehend immer einen LP-Verbrennungs-Debuff hat auf dem Clan-Boss. Also wir sehen fast nie, dass der Clan-Boss in irgendeiner Art und Weise nicht verbrannt ist. Das heißt, meine LP-Verbrennung, die läuft natürlich immer ständig weiter, macht immer wieder Schaden, sobald der Clan-Boss dran ist. Und genauso soll es eigentlich mit den Gift-Debuffs von Stahlschädel sein. Er ist ja relativ häufig dran, er hat zwei Angriffe. Normalerweise müsste eigentlich die Leiste fast ausschließlich mit Gift-Debuffs gefüllt sein. Und wie gesagt, auch den Angriffs- und Defensiv-Debuffs, die sollten da drauf sein. Und ein LP-Verbrennungs-Debuff. Im Idealfall sollte es eigentlich so aussehen. Wir haben Angriffverringerer. Wir haben Defensive runter, wir haben LP-Verbrennung und wir haben den Rest Gift. Also 10 Debuffs kann man auf einem Gegner drauf haben maximal und das sollte dann auch immer so sein. Und es ist immer so, wenn man einen mehr wirkt als 10, also wir haben jetzt 10 schon drauf, wirken noch einen, dann wird immer der Älteste, der am schwächsten ist, ersetzt gegen den Neuen. Also sollte man sich immer bewusst sein, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Attacke-Down-Debuff gegen einen Gift-Debuff ersetzt haben möchte oder so. Deswegen hatte ich auch beim letzten Mal gesagt, man sollte nicht unbedingt diese Automatik laufen lassen, sondern man sollte halt dann selber entscheiden, in welcher Reihenfolge man die Angriffe macht oder die Fähigkeiten einsetzt, weil da kann man das so ein bisschen steuern, ob jetzt tatsächlich noch der letzte Gift-Debuff draufgehauen wird und der andere ersetzt wird, der vielleicht noch eine Runde laufen könnte, oder ob ich jetzt vielleicht eine andere Fähigkeit benutze und Buff wirke oder einfach eine, wo kein Gift oder keine LP-Verbrennung drauf ist, um nicht den Debuff zu ersetzen, der mir vielleicht den Schaden gebracht hätte nochmal. Also es ist ja schon ein bisschen mehr Schaden, den man hier hat, der dadurch gewirkt wird. Ja, empfehlenswert ist natürlich auch, Charaktere zu nehmen mit dem 5% Gift-Debuff und nicht mit dem 2,5% Gift-Debuff, die gibt es ja auch, also da gibt es ja unterschiedliche Arten, einen stärkeren und einen schwächeren, deswegen sollte man schon gucken, dass man den stärkeren erwischt. Genauso ist es natürlich mit anderen Skills, wo es eine schwächere Version gibt, man sollte immer gucken, dass man irgendwo den Charakter findet, der die stärkere Version davon hat. Also es geht jetzt nicht so wirklich um die Charaktere selbst, sondern eher um die Fähigkeiten, die sie haben. Und danach kann man sich dann das Clan-Boss-Team zusammenstellen. Das müssen halt keine epischen Champions sein, das können auch seltene Champions sein. Die haben genauso eine hohe Chance, natürlich einen guten Schaden am Clan-Boss zu machen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz hundertprozentig so ist, dass sie jetzt, sag ich mal, genauso hoch sein werden, vielleicht mal ein paar Millionen, 2 Millionen oder 3 Millionen drunter sein werden, aber im Endeffekt wird sich's nicht viel nehmen, wenn man die richtigen Werte drauf hat einfach und die richtige Anzahl an Angriffen. Jetzt ist zum Beispiel der Nachteil, Doompriest hat nur einen Angriff, Lysandra hat nur einen Angriff, Tyrell hat meistens nur einen Angriff. Wenn ich die zum Beispiel jetzt noch ersetzen könnte gegen irgendwelche Leute, die mehrere Angriffe auf der A1 haben, dann könnte es natürlich sein, dass ich meinen Schaden nochmal extrem erhöhen kann dadurch. Aber das müsste man eben dann austesten. Also man könnte dann sagen, ich nehme jetzt mal Doompriest weg, nehme einfach einen anderen, der öfter angreift, aber genauso vielleicht diesen Angriffserhöhungsbuff wirken kann. Dann habe ich ein relativ ausgeglichenes Team wieder und kann es dann damit mal versuchen. Also ist der Schaden dann gleich? Mache ich weniger Schaden? Warum mache ich vielleicht weniger Schaden? Das ist halt alles so eine ganze Sache fürs Experimentieren. Und man sieht auch ganz gut, durchs Vampir-Set heilt sich Juliana ziemlich schnell wieder hoch. Jetzt konnte sie nicht mehr aushalten. Also momentan fehlt ihr leider noch das LP-Set und das Dev-Set. Also was heißt Set, aber die Primärstats und jetzt haben wir 15 Millionen ungefähr, wie man sehen kann, 15,76. Und es ist eben, wie gesagt, so, jetzt ist es eher eine Sache einmal von den Büchern und vom Optimieren der Ausrüstung. Also hier bei Juliana ist es zum Beispiel so, dass ich noch eine Angriffsbrust habe, die ich eigentlich gar nicht brauche, sondern eher lieber vielleicht eine Lebenspunkt- oder eine Defensiv-Brustschutz haben müsste und würde jetzt einfach mal probieren, einen zu finden, der ungefähr die gleichen Sekundärwerte hat wie ihr jetziger
um nicht zu viel Schaden zu verlieren und würde dann den mal tauschen und gucken, dass wenn sie länger durchhält, ob ich dann einfach noch mehr Schaden mache, was ja theoretisch so sein sollte im Endeffekt. Und genauso ist es auch mit den anderen. Also wenn ich merke, zum Beispiel hier, das Vampir-Set bei Tyrell hilft momentan nicht sehr viel, damit er länger durchhält einfach. Vielleicht sollte ich da, weil er ja ein Death-Champ ist, nochmal einen Death-Set oder sowas anziehen, damit er eine höhere Defensive bekommt und länger durchhält. Vielleicht brauche er die Heilung gar nicht. Oder vielleicht soll ich ihm doch mehr Lebenspunkte geben. Vielleicht habe ich momentan zu viel Lebenspunkte, aber trotzdem zu viel Defensive drauf. Also das ist so ein bisschen, das kann man ausprobieren. Und dann sieht man ja immer ein paar Schlachten und weiß, ich mache jetzt immer um die 2 Millionen. Mit dem anderen Set mache ich vielleicht 2,5 oder 3 Millionen. Habe da mehr Schaden drauf, weil ich länger durchhalte. Also da sollte man einfach so ein bisschen experimentieren. Versucht ein bisschen rum, tauscht eure Helden, tauscht die Sets mal ein bisschen aus. Versucht mal Gegenangriffssets zum Beispiel zu benutzen. Das könnte ich jetzt mal bei Tyrell zum Beispiel ausprobieren. Warum nicht? Wenn da die Primärwerte und die Sekundärwerte passen, kann man auch mal ein Gegenangriffsset probieren. Also da stehen natürlich jetzt keine Grenzen gesetzt im Ganzen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch soweit erstmal weitergeholfen. Mir hat es auf jeden Fall erstmal geholfen, um meinen Schaden noch ein bisschen zu erhöhen. Also das ist die 15,76. Ist jetzt nicht das Maximale. Ihr habt es am Anfang gesehen, ich war jetzt bei fast 18 Millionen beim schweren Clan-Boss und bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich es auf mindestens 20 jetzt momentan noch schaffe. Erstmal nur durch die Bücher, die ich brauche und vielleicht durch das Optimieren der Sets eventuell noch 25. Vielleicht sogar 30, muss man gucken, also kommt darauf an, wie lange sie durchhalten. Und wie gesagt, das Team kann man auch noch ein bisschen optimieren, also die Verderbnispriesterin ist vielleicht jetzt nicht die beste Wahl unbedingt, vielleicht nehme ich noch einen anderen Champion rein, muss ich mal sehen. Werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, welche Änderungen ich mache und wie sich die auswirken und euch dann davon einfach ein bisschen berichten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, da freue ich mich sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, für alle, die immer nette Kommentare schreiben, einen Daumen nach oben geben. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu läuten. Ja, und abonnieren hilft natürlich auch dabei, die 10.000 Abonnenten zu erhalten, um das 10.000 Abonnenten-Special zu machen und 1.000 blaue Splitter zu öffnen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, ich habe einen PayPal-Link, wenn jeder Abonnent nur 1 Euro da lassen würde, dann hätte ich 2.000 Euro und könnte mir die 81.000 Juwelen auch kaufen im Spiel, um die 1.000 blauen Steine öffnen zu können für unser 10.000 Abonnenten-Special. Also ich spare jetzt natürlich schon mal drauf. Auf die blauen Steine werde ich jetzt nicht öffnen, aber wir werden trotzdem so ein paar, ja, denke ich mal, lila Splitter, gelbe Splitter oder so in nächster Zeit, sobald ich wieder neue gesammelt habe, öffnen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.